Hallo Lara, schön, dass du da bist. Heute sind wir hier ja bei Knecht Kellerbau und ich freue mich auf dich und wir haben heute das Thema Optik und Ausbau von Fertigteilkellern. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin und bin gespannt, was du zu berichten hast. Ja, ich freue mich auch. Schön, dass du da bist. Du Bernd, sag mal, es werden ja immer mehr Kellerräume einer hochwertigeren Nutzung zugeführt, ja, einfach wegen Wohnraum. Wie sieht es denn mit den Oberflächen aus? Also du musst dir vorstellen, die Oberfläche wird umso besser, je besser die Schalung ist. Und wir hier im Werk, industrielle Vorfertigung, haben Stahlschalungen, die sind 3 auf 7 Meter. Und diese Stahlschalungen werden nach jedem Betoniervorgang wieder gereinigt, haben also eine super Qualität. Und dementsprechend werden auch die Oberflächen ganz toll. Und wir stehen hier jetzt zum Beispiel vor einer Außenwand und das ist die Innenseite. Und bei unseren Kellern sind alle Innenseiten, die Oberflächen so fatzenglatt. Das ist natürlich schon echt schön. Und wie ist das bei den Innenwänden? So, ja, jetzt stehen wir hier ja vor einer Innenwand. Aber die ist jetzt ja nicht ganz glatt. Da hast du recht. Die Seite dahinter, die ist absolut glatt. Und die ist nur nicht ganz glatt, die ist abgezogen. Abgezogen heißt, wir produzieren auf der Schaltafel, die ist ja horizontal, da kommt der Beton drauf. Unten ist die Wand absolut glatt und oben wird sie abgezogen, weil diese Wand wird in einem Arbeitsschritt produziert. Das ist der Hintergrund. Und wir tun natürlich diese Wände dann, die nicht so ganz absolut glatt sind, möglichst dort zu der Seite hin, wo es zum Beispiel einen Technikerraum gibt oder eine Waschküche. Und wenn es natürlich mal wirklich absolut glatt sein soll, die Wand, dann muss man sie vor Ort spachteln. Und dann überlegt man in der Planung schon, wie die Wände stehen. Genau, das ist das Prinzip. Eine andere Frage, Bernd. Ja? Im Keller laufen ja immer unglaublich viele Leitungen von der Haustechnik entlang. Deswegen müssen Decke und Wändedurchbrüche geschaffen werden. Wie verschließt ihr die wieder? Ja, da kann ich dir hier was zeigen. Guck mal hier mal an der Wand. Und da siehst du da oben einen Porenbetonstein. Und wir machen das einfach so bei der Firma Knecht. Wir legen diesen Porenbetonstein ein. Den kann man ganz leicht durchbohren. Okay. Jetzt kann der Installateur genau da, wo er durch muss, durchbohren, steckt die Leitung durch und muss nachher die Aussparung gar nicht mehr verschließen, also das Problem tritt bei uns gar nicht auf. Bernd, darf ich dich mal noch was ganz anderes fragen? Wenn ich jetzt wirklich an den Ausbau von dem Keller denke, was müsste ich denn beim Streichen oder beim Tapezieren beachten? Also als erstes, wenn die Bauherren unsere Bettowände sehen, manchmal lassen sie sie gleich so. Eine gewisse Renaissance des Bettos, puristisch, das gefällt den Leuten. Oder man kann natürlich eine Farbe drauf machen, dann sollte man vorher noch einen Haftgrund streichen. Eine andere Variante wäre zu tapezieren, dann nimmt man aber eine Tapete, die ein bisschen so Gewebetapete ist, ein bisschen festere. Und man tut auch die Ecken nicht übertapezieren, das macht man nicht. Ganz klassisch kann man natürlich eine Gipskartonplatte davor hinmachen oder mit einer Unterkonstruktion die Gipskartonplatte, wo man dann die Elektroleitung oder die Installation auch verlegen könnte. Gut, das ist natürlich perfekt, dann habe ich gleich meine Leitungsebene, kann da alles verziehen. Aber kann ich die nicht direkt auch in der Wand? Ja, das geht auch, das zeige ich dir im anderen Raum. So Lara, hier kann ich dir jetzt Beispiele zeigen, wie die Elektroinstallation bei einem Fertigteil aussehen könnte. Variante 1. Hier in das Fertigteil werden bereits Leerrohre eingelegt und der Elektriker zieht nachher die Kabel durch und schließt die einzelnen Schalter oder Steckdosen an. Es gibt eine zweite Variante hier, die wir im Hause Knecht praktizieren. Und zwar wird dann bereits in der Schalung diese Aussparung angefertigt, sodass das Fertigteil so aus dem Werk herauskommt. Und das ist natürlich für einen Elektriker sehr geschickt. Da kann er seine Kabel einfach runterwerfen, bohrt hier seine Dosen rein und kann das natürlich ganz elegant anschließen. Klar ist, diesen Schlitz muss man nachher wieder verspachteln. Und dann überlege ich mir eigentlich schon in der Planung, welche Art der Produktion ich wähle, was der Raum nachher für eine Ausstattungsqualität haben soll und entscheide mich dann für Variante A oder Variante B. Genau, genau so ist es. Vielen Dank, war wieder sehr, sehr spannend, dass ein Keller mehr sein kann als ein Keller. Danke, dass du da warst, hat mich gefreut. Dankeschön. Wenn Sie mehr zum Thema Fertigteilkeller wissen wollen, sind wir gerne für Sie da. Mein Name ist Bernd Hetzer, mein Team und ich beraten Sie gerne. Thank you.